langsam die erste Präsentation von unserer Jugendfeuerwehr stattfinden. Also wir haben zurzeit 11 Jugendfeuerwehrler. Die normale Vorgehensweise bei so einem Löschangriff ist jetzt, dass sich die Mannschaft hinter dem Fahrzeug aufstellt und dort eben die Aufgaben verteilt werden, die zu bewältigen sind. Jetzt erfolgt hier ein Löschangriff. Wasserentnahmestelle ist der Oberflurhydrant vom Feuerwehrhaus. Von dort gibt es Wasser dann eben zur Pumpe und wird dann zum Dreiverteiler gepumpt. Das natürlich immer geübt wird. Vom Schlauch ausschmeißen bis zum richtigen Löschern gehen. Mitglied kann jeder am Einwärter werden bei der Jugendgruppe ab 12 Jahren. So, dann heißt es 45, die erste Lage hat sich. Keine Menschen sind gebaut. Die Anleitung zu den Wartenhäusern sind voll. Also dieser Vorgang am Migranten, der ist nicht dazu da, dass man die Gäste jetzt dann ausspricht, sondern wenn ein Migrant eigentlich benutzt worden ist, dann sammelt sich da Dreckwasser oder Dreck in den Tränen und deswegen nutzt der Migrant vor Benutzung. Das kann passieren. Wenn die Person im Schau auffahrt, dass sie von der Kupplung gewohnt hat. Dann hat er natürlich darauf keine Chance, dass er irgendwie rausgeht. Jetzt diese Brandmelder, lebenswichtig, wenn man im Schlaf keinen Rauch oder Gedanken nicht wahrnimmt. Und dann ist so ein kleiner Rauchmelder natürlich lebensrettend. Bei der Feuerwehr rüsten wir uns natürlich dagegen. Die Kollegen, die da hier die Brandwacht übernommen haben, die sind mit PSA ausgestattet, also mit Brennstoffatmen, um eben dann auch in verrauchte Räume und sowas vorzugehen. Um so einen Atemschutz.
Also wenn Sie jetzt den Funk mitgehört haben, da ist das Kommando schon gegeben worden, Feuer aus. Aber natürlich befindet sich dann, wenn, so wie zum Beispiel bei dem letzten Brand hier in Traundorf, kokelt es dann noch so länger vor sich hin. Und dann sehen Sie hier, das sind dann die typischen Nachlöscharbeiten. Da kommt dann meistens ein Bagger oder ein Kran oder sowas, die reißen dann alles nieder. Dann beginnen sozusagen die Abwehr. Wo dann natürlich am Anfang immens hohe Mannschaftsstärke benötigt wird. Wie wenn es dann um den eigentlichen Löschangriff geht, dann umeinander stehen. Deswegen schaut es dann, wenn man dann dran vorbeifahrt, immer ein bisschen so aus, als dürften alle umeinander stehen. Aber es ist halt nicht so, die werden in der ersten Viertelstunde, halbe Stunde alle benötigt. Eben um meistens Wasserleitungen etc. aufzubauen und dann eben bei den Ablöscharbeiten. So. Während jetzt die Jungfeuerwehrler ihren Einsatzaufbau abbauen,